So, obligatorische Frage, sind alle da? Haben wir jemand vergessen im Buffet, das ist geschlossen? Diejenigen, die jetzt da sind, haben wir anschließend den Vorteil, dass sie sofort auf die Bilder zustürmen können und einen Punkt hinkleben. Ja. Die Tasche, gut. Rosi? Okay. Genau, danke, Rosi. So, meine Damen und Herren, Sie hören zwei Reden, eine kurze und ein bisschen längere, eine persönliche und eine, die auf die Kunst etwas eingeht. Sie kennen die Frau Nagel, die ist Referentin, Kulturreferentin der Gemeinde Poing. Wir sind glücklich, dass der Gemeinderat die Stelle geschaffen hat und sie wird zum Karl seiner Kunst etwas sagen. Und ich habe so die Ehre, Sie begrüßen zu dürfen und bin eigentlich aus zwei Gründen eigentlich da. Zum einen ist es ja so, dass ich die Familie eigentlich schon fast 40 Jahre kenne. Das glauben Sie vielleicht gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich war hier schon mit meiner Mutter Gutzi vor 30 Jahren und der Papa von Karl hat mir die reparieren helfen. Hierin. Und es gibt noch andere Geschichten, die ich gar nicht alle erzählen will. Also es gibt eine persönliche Beziehung zur Familie und das hat mit Bürgermeister gar nichts zu tun. Also das ist der eine wichtige Grund, der mir wichtig ist. Und daneben, weil ich heute gerne da bin, obwohl ich in ein paar Minuten Gemeinderatssitzung habe, muss mein zweiter Bürgermeister ein bisschen aushelfen oder der dritte, der steht da auch rum. Da brauche ich eigentlich auch nicht reingehen. Und warum ist mir da wichtig? Der Karl ist eigentlich nicht irgendwer, er schreibt mittlerweile Poinger Geschichte. Sie wissen, er hat an dem Wettbewerb teilgenommen zu dem Mahnmal des Todeszuges. Sie kennen das hoffentlich alle in der Bahnhofstraße. Es war ein anonymer Wettbewerb. Die Jury hat von mehreren eindeutig ausgewählt und das hat uns natürlich besonders gefreut. Und auch heute noch, denke ich, ist das ein Mahnmal, das auch wirklich sein Preis und seinen Wert behält und jedes Jahr im November, im April treffen wir uns dort mit teilweise Überlebenden, mit Poingerinnen und gedenken dieser Geschichte. Ja. Danke. Einige Initiatoren sind auch heute da, die praktisch das mit angestoßen haben. Es hat ja doch einige Jahre gedauert, bis Poing aus dem Vergessen aufgewacht ist. Und ich bin auch stolz, dass ein Poinger, ein junger Poinger, im Prinzip den Wettbewerb gewonnen hat. Daneben ist eine Freundschaft natürlich auch entstanden, die, glaube ich, im Leben auch wichtig ist, die man natürlich vom Beruflichen trennen muss. Aber irgendwo sind das die Gründe, warum ich heute gerne da bin. Unabhängig davon ist ja meine Frau natürlich auch da und ist mit dabei als Organisatorin. Meine Tochter ist da und viele Freunde. Ja, lieber Karl, ohne Anja ging es auch nicht. Denke, das darf ich, glaube ich, zweimal sagen. Ja, der Karl schafft und die Anja spricht, oder das wechselt sich ab und so. Ich glaube, das ist nur gemeinsam mal zu sehen. Danke für die Freundschaft, danke für das, was du für Poing machst. Und ja, genießen Sie den Abend und denken Sie an mich. Heute geht es um den Poinger Haushalt, der in einer halben Stunde beschlossen werden soll. Danke für den Abend.